Moin Moin und damit herzlich willkommen zurück zu Sagebrush, dem Sekten-Adventure irgendwas hier bei mir auf dem Kanal auf der PS4. Batterien, ah, es gibt Taschenlampen. Du steckst die Batterien in deine Taschenlampe, hoffentlich sind sie noch geladen. Um deine Taschenlampe ein- oder auszuschalten, drücke Kreis. Ich hasse Taschenlampen in Spielen. Moment, das ist Benzin. Ein Benzinkanister, leer. Gießkanne, auch leer. Säcke mit Samen und Unkrautvernichter. Nicht leer, mitnehmen. Schrank untersuchen. Voller Garten- und Landmaschinen, voll mit altem, grauem Dreck. Und, ist das Müsli? Okay, was haben wir hier? Regal untersuchen. Sieht so aus, als wäre das vielleicht irgendwann einmal Marmeladengläser und eingelegtes Gemüse gewesen. Jetzt sind sie einfach nur noch ekelhaft. Ja gut, das passiert halt nach einiger Zeit, ne? Wir wollten letzte Folge das hier lesen und wir fangen einfach mal an. Warte mal, was war das? Das Tagebuch von Andrew. So. Kann jemand wirklich die Freude der absoluten Wahrheit erkennen? Die Freiheit, die mit dem Loslassen all unserer Zweifel einhergeht, wie so viel Ballast ins Meer? Ich kenne dieses Gefühl jetzt. So lange habe ich gesucht. Ich habe unter den Katholiken gesucht, Götzenanbeter und Perverser. Ich habe unter den Baptisten gesucht, Heuchler. Ich habe unter den Pfingstlern gesucht, infiziert von Scharlatan. Ich habe so viele Kirchen ausprobiert und alle von ihnen, jede einzelne, war mit Narren und Lügnern gefüllt. Jetzt weiß ich warum. Der Pater hat mir geholfen zu sehen. Ich finde solche religiösen Sekten verdammt unheimlich. Dass sie es einfach schaffen, so viele Menschen von sich und ihrer Sache zu überzeugen. Das war ein Schlückchen Kaffee, das musste sein. Wie gesagt, einfach unheimlich. Aber wir wollen mal hören, was hier auf dem Tape Deck so abgeht. The first time I met Father James, I was immediately filled with a sense of peace. It's hard to explain. I guess he just seemed so sure. He asked if I was a believer. I said I'd been raised Catholic, but it never clicked. There's a reason for that, he said. They've been lying to you, all of them. And I knew he was right. Okay. Das war also eine Gehirnwäsche. Wir haben den Schlüssel zu Andrews Wohnwagen, ne? Was haben wir noch? Achso, Generator, den brauchen wir anscheinend öfters. Wollen wir uns mal hier nochmal kurz umsehen. Vielleicht haben wir hier irgendetwas, was wir noch benutzen können. Und wir merken uns, wir haben hier in dem Farmschuppen einen Benzinkanister. Karte. Wir sind jetzt rechts auf dem Farmschuppen, Säuberungsraum. Okay, ist diese komische Hütte da oben. Andrew, Anhänger. Ich würde sagen, wir gehen auch einfach erstmal zu dem Wohnwagen von Andrew. Da oben ist die Kapelle. Aber ich muss sagen, dieser Grafikstil hat was. Es ist echt. Ja, keine Ahnung. Es hat was. Mir gefällt's. Ich bin begeistert. Warte mal, das ist jetzt wieder das Gemeindehaus. Also müssen wir einfach nur dahin. Glaube ich. Taschenlampe ausmachen, Batterien sparen. Ich weiß zwar nicht, ob die Taschenlampe Batterien verbraucht. Aber Moment. Das ist die Schule. Ist ein Zaun, da müsste hier irgendwo eine Feuer. Da ist die Feuerstelle, ne? Oder? Ich weiß es nicht, aber es sieht aus wie ein Brunnen oder eine Feuerstelle. Okay. Okay, Feuerstelle, Schule. Da müssten hier hinten die ganzen Quartiere sein, beziehungsweise Wohnwagen. Hinter dieser Anhöhe. In der Tat. So. Einmal durch den Zaun. Und ich habe das Gefühl, es wird extrem, oh, Entschuldigung, extrem dunkel. Da sind wir jetzt durch und Andrews Wohnwagen müsste. Das ist kein Wohnwagen, oder?
Oh doch, oh, das tut mir natürlich leid. Diese Tür ist zugerostet. Ich habe irgendwas gehört. Ich habe keine Ahnung, ob ich mir das einbilde, weil ich. Ey, keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht mal, ob es in diesem Spiel überhaupt zwischenmenschliche Interaktionen gibt. Bruder Andrew. Andrews Tür öffnen. Alles klar, du entriegelst die Tür mit Andrews Wohnwagenschlüssel. Andrews Tür öffnen. Hallo. Was ist das? Noch ein Schlüssel. Ja, klar. Schlüssel für Violas Trailer. Nehmen wir. Was ist das? Sieht aus wie ein Rezept. Ist wahrscheinlich ein kleiner Brief. Wir. Ich, nicht wir. Ich habe extrem Probleme, diese Scheiße hier anzuvisieren. Wollt ihr mich eigentlich? Ich will doch nur diesen verkackten Brief lesen, Alter. So, Andrew, mir hat unser Gespräch vorhin sehr gut gefallen. Ich würde es gerne fortsetzen. Die Kinder werden helfen, die Felder morgen Nachmittag zu sehen. Also werde ich allein sein, wenn du vorbeikommen möchtest. Viola, natürlich. Gespräch. Ich verstehe. Brian, ich liebe dich. Du bist mein Bruder, aber du weißt nicht, wovon du redest. Das ist jetzt meine Familie. Sie lieben mich und ich liebe sie auf eine Weise, die sogar über das Blut hinausgeht. Vielleicht tut es dir weh, das zu hören. Es tut mir leid, aber es gibt kein Verstecken vor der Wahrheit. Ich weiß, dass du deine Zweifel an deiner Kirche hast. Du hast es mir gesagt. Lass mich dir sagen, dass ich hier keine Zweifel habe. Keine. Wenn du natürlich aufhören würdest zu leugnen, was du in deinem Herzen weißt, würden wir dich mit offenen Armen empfangen. Du musst zu uns kommen, Andrew. Und so werden neue Sektenmitglieder rekrutiert. Andrews Tagebuch lesen, sonst haben wir hier natürlich nichts mehr. Dieses Licht bringt absolut gar nichts. Und wir wollen mal schauen, ob wir Andrews Tagebuch vielleicht ein bisschen durchstöbern können, wenn ich treffe. So, Andrews Tagebuch lesen. Wir Männer müssen alle Narren sein, den Quatsch abzukaufen, der uns von Mainstream-Kirchen verabreicht wurde. Mainstream-Kirchen. Verabreicht wurde. Die katholische Kirche sagt, dass wir auf die Rückkehr Christi warten, wo sie es doch ganz genau besser wissen. Und der Rest des Christentums glaubt ihnen. Die Marienverehrer. Vielleicht werden wir nie wissen, warum der Herr erst auf Pater James gewartet hat, um das Zeugnis zu korrigieren. Vielleicht wartete unser Vater im Himmel auf den irdischen Menschen, von dem er wusste, dass er diese Last mit Würde tragen könnte. Gesegnet sei unser Herr, der es für angebracht hielt, Elemente wie mich in seinen Platz aufzunehmen. Ich erwarte das Dritte. Kommen mit offenen Armen. Was? Ich erwarte das Dritte. Kommen mit offenen Armen und einem Herzen voller Liebe. Alter, ich finde das absolut krank, dass Menschen so einen Scheiß glauben. Also Life with the zumindest. flock was good. We would meet for morning prayer with Father James in the chapel, then meet for breakfast, and then we'd set off to work for the day. Some of us worked the fields, others worked on expanding the compound. We had a school teacher, we had cooks. In the evening, we would study scripture or listen to one of Father's lectures. Then it would be time for penance, more prayer, and then sleep. I slept better those early nights than I had in years. I was home. Do you know how good it feels to find home after so long? I would have done anything for Father. He saved me. Also nochmal, ich finde nicht den Glauben krank oder dass Menschen irgendwas brauchen, woran sie glauben, aber dass sie dann so einen Schrott hier glauben, das finde ich krank bzw. gruselig. Da ist noch ein Wohnwagen, das müsste der von Viola sein. Andrew Payton, wenn ich dann da komme, müsste das, nee, das da hinten irgendwo Lillians sein. Das hier müsste, was, Bruder Aaron? Nein. Wir werden gleich auch noch. Moment. Schwangerschaftstests untersuchen.
Ein benutzter Schwangerschaftstest liegt versteckt in der Nähe der Toilette. Er ist positiv. Herzlichen Glückwunsch, wem auch immer dieser Test gehört. Lillians Wohnwagen öffnen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, sie hat gerade irgendwas von Kapelle geredet. Sollen wir jetzt... Wir gehen erst einmal hier rein. Ich sehe nicht, wie mir das weiterhelfen soll. Ach. Warte mal, jetzt bin ich bei Lillian. Da ist der Eingang. Dann ist er das hier, ne? Nein, Julia und Ellie. Schwester Viola. Juliet und Lukas. Alles klar. Du entriegelst die Tür mit Violas Wohnwagenschlüssel. Hallo. Ich bin. Tschö. Oh cool, Auto. Okay. Wir haben einen verdammt hässlichen Teddy. Und wir haben Violas Tagebuch. Ich hatte vergessen, wie sich Liebe anfühlt. Ich dachte, dass all die Jahre des Leidens unter Erics Fuchtel mich ruiniert hätten. Ich dachte, es gäbe keine Hoffnung mehr auf Glück, aber ich lag so, so falsch. Ich fühle mich hier so sicher. Pater James hat meinen Glauben an Christus wiederhergestellt, aber auch an die Männer und an mich selbst. Ein wunderbarer Segen. Ja, es gibt Schmerz, aber dieser ist notwendig und ich gehe bereitwillig und freudig auf ihn zu. Es gibt Schmerz, wirklich. Ich bin so gesegnet, ein Teil dieser Herde sein zu können und dazu beizutragen, dass meine lieben Kinder die Furcht des ewigen Lebens schmecken. Lukas hat das Leben hier ganz schnell angenommen, aber Juliet, nun, wir müssen Geduld mit Juliet haben. Sie braucht nur Zeit, sie wird damit zurechtkommen und es erkennen. Pa, ich will dauernd Peter James lesen, ey. Pater James sagt, dass Eric für seine Sünden gegen mich in der Hölle schmoren wird. Ich weiß, ich sollte mich darüber nicht freuen. Aber der Gedanke bringt mich zum Lächeln. Pater sagt, dass sogar Eric der Herde beitreten könnte, wenn er es wirklich möchte. Aber ich kenne meinen Mann gut genug, um zu wissen, dass er angesichts der Wahrheit lachen würde. Er ist verfault vor Sünde und er wird bekommen, was er verdient. O Herr Jesus, bitte führe mich. Ich tat nur, was er von mir verlangte. Herr, ich habe es für ihn und für dich getan. Aber ich bin seit 2 Wochen überfällig und übergebe mich jeden Morgen. Herr, o Herr, ich weiß nicht, wer der Vater ist. Es könnte James sein oder es könnte, soll ich es nicht sagen? Er wird mit mir zufrieden sein? Nee, wird er mit mir zufrieden sein? Oder wütend? Habe ich gesündigt? Welche Reinigung muss ich ertragen, um meine Seele von diesem schwarzen Fleck zu befreien? Kranker Scheiß, alter. Moment, ist hell draußen, ist wieder Tag. Nein. Okay, es sah so aus. Gut. Okay, sie ist schwanger. Es ist also eine. Naja, Lillian, vergib mir, wenn ich zu offen spreche, aber ich sorge mich sehr um dich und ich fürchte, dass du Zweifel an den Lehren des Paters hast. Entschuldigung. Du bist jung, Lilly. Ich verstehe, was du meinst. Glaub mir. Aber als jemand mit viel mehr Lebenserfahrung, lass mich dir sagen, dass du an nichts zweifeln musst. Pater James ist ein Prophet des Herrn. Er spricht das wahre Wort. Wenn du Beweise brauchst, schau dir einfach seine Prophezeiung an, welche wahr geworden sind. Mehr als das. Wenn du betest und genau hinhörst, wirst du in deiner Seele die Wahrheit seiner Lehren spüren. Ich bin für dich da, wenn du reden möchtest. Mit Christus Liebe, Viola. Ey, immer dieses mit Christus hier, Christus da. Hier sind noch 2 Briefe. Meine Stimme. Was macht meine Stimme gerade, Alter? Wollen wir erstmal meine Stimme ausruhen und hier ein bisschen hören. Tape Deck benutzen. We were chosen, all of us, by the Lord. Do you know how good that feels? To be chosen? I hope you do. It's a feeling we all need in our lives. And on top of that, Father James took a special interest in me. He said he felt spiritually invigorated by my presence and often called me to the rectory to spend time with him. I'm not dumb, I knew, but I didn't care. I was so honored to be his chosen. Ja, genau, seine Auserwählte. Alter, der wollte doch nur knattern. Genau.
Knattern für Gott, knattern für den Herrn. Junge, Junge, es tut mir leid. Und ganz ehrlich, an alle, die hier wirklich gläubig sind und auch, wie heißt das, gottesfürchtig oder so? Von mir aus, hey, jeder wie er mag, jeder was er glaubt. Ich glaube halt nicht dran. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Ist halt so. Aber Leute, es ist halt Leben und Leben lassen, ne? Dienstagvormittag, Diskussion über Matthäus Kapitel 26. Dienstagnachmittag, Diskussion über Lügen der falschen Kirchen. Mittwochvormittag, Diskussion über die Vision, Prophezeiung von Pater James. Und Mittwochnachmittag, Außendienst. Ein Auszug aus dem Buch Sariel. James 1, 1 bis 3. Dies ist das Wort des Engels Sariel, welches dem Mann James in der Zeit vor den Tagen des Nehmens gegeben wurde. Sariel kam zu James, als er von einem ungerechten Krieg zurückkehrte. Der Engel erschien dem Mann James unter sieben Sternen am Osthimmel. Der Engel sprach: Hab keine Angst, Mann, denn du bist auserwählt als der Bote. Diese Worte sind die Worte des Herrn. Werde meine Worte. Was? Werden meine Worte? Werden deine Worte? Okay. Kranker Scheiß. Notiz an Viola. Werde ich dich heute Abend zu einer alternativen Reinigung im Pfarrhaus sehen? Komm zeitig, wir haben viel zu besprechen. Wisse, wann ich meine erste Vision erhielt. Du wirst den Code kennen. Pfarrhaus. Hier haben wir jetzt keinen Schlüssel gefunden, ne? Ah, warte mal. Wann er seine erste Vision erhielt. Wann? Ja, in der Zeit vor den Tagen des Nehmens. Also, was? 113. Sieben Sterne am Osthimmel. 113, sieben Sterne am Osthimmel. Merken. Gut. Pfarrhaus. Kapelle, Mine, Pfarramt. Das hier ist die Schule, da hinten. 113, sieben Sterne Osthimmel. 113. Moment, das ist doch die Schule, oder? Ja, stehen da Aschenbecher? Ne, ist eine Tasse, ne? Guck mal hier, Generator einschalten. Alles klar, der läuft. 113, sieben Sterne Osthimmel. Läuft, würde ich sagen. Das hier wird wohl das Pfarramt sein. Nein. Nix gut. Ja gut. Wenn das so ist, Jo, die Schule ist auch da. Wo sie immer war. Irgendwo hier. Kinderjacke untersuchen. Die Jacken von Lucas, John und Juliet. Du durchsuchst deren Taschen, findest aber nichts. Na nee, gut, das sind halt Kinder, ne? Und hier gab es, glaube ich, nicht so viel für Kinder zu besitzen. Wollen wir hier noch einmal kurz. Was haben wir da? Notiz an Juliet lesen. Juliet, Schatz, warum bist du so stur? Warum lehnst du die Liebe der Herde ab? Du passt im Unterricht nicht auf. Du gibst dir keine Mühe, deine Aufgaben zu erledigen. Du lügst bezüglich deiner Leistung. Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich habe Pater James gebeten, sich etwas Zeit zu nehmen, um mit dir unter vier Augen zu sprechen. Bitte höre ihm zu. Er weiß so viel. Er kann dir helfen, deine Zweifel zu zerstreuen. Versprochen. Bitte versuch es. In Liebe, Mom. Yeah. Muttern, Muttern, Muttern. Sind das Bibelzitate? Nein, das ist Lukas Arbeit. Oh, warte mal. Nicht so fett, passe ich da nicht zwischen her? Ellies Arbeit, Juliets Arbeit.
Jesus ist mein Vorbild, weil er perfekt ist und jeden liebt. Ich möchte mehr wie Jesus sein. Ich suche mich nach dem Unten. Leonard und Peyton sind meine Vorbilder. Sie wissen, wie man kämpft und wie man die Herde vor Satan und anderen Bösewichten beschützt. Ich hasse dieses Knarzen immer noch. Ich finde das einfach ekelhaft. Kalender untersuchen. Du blätterst durch den Wandkalender und siehst die folgenden markierten Termine. 7. April, Feier zur Kreuzigung. 3. Juni, Fest der ersten Offenbarung. 18. Juni, Feier zur Geburt unseres Propheten. Juli, Entschuldigung. Ah, 1807. 1807? Nein, will ich nicht. Tafel untersuchen. Man erkennt verblasste Zeilen aus der letzten Unterrichtsstunde. Die erste Offenbarung. Der Tag, an dem Pater James die Wahrheit empfing. Gut, 18. Juli. Merken. Und ich würde sagen, liebe Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao.